So, wir sind wieder da. Aktueller Spielstand 4:1 der Planet Key. Schauen wir mal kurz an, konnten 3 Runden gewinnen, dann eine Runde durch den Diffuse für The Imperial und dann die Anschluss wieder gewonnen. Das heißt, kein Geld bei The Imperial, gehen trotzdem in den Force rein mit Kevlar, mit Pistols, einer M4 auf Boaster. Planet Key wieder schnell Richtung A. Ja, einfach durch Flashbang komplett ohne. Cressy smoked Main ab. Onside steht. Reason versucht hier durch die Smoke mit dem Mac-7. Aber fällt. Nimm das Ganze im 2 gegen 5. Stehen beide im Heaven, unter Heaven. Und Boaster schon dabei, das Ganze Richtung CT-Spawn zu safen. Jake ihm noch hinten. Hinterm Vent. Mal schauen, ob er hier die M4 nur durchbringen kann. Planet Key hat Geld auf der Bank. Das heißt, man könnte sich hier entscheiden, das Ganze noch zu hunten. Aber man geht komplett Richtung T-Spawn zurück. Und somit wird auch bei den CTs keine Waffe mehr rausgenommen. 4 Runden Führung für Planet Key. Und da wird auch einmal Käfer nachgekauft, eine Decoy. Ansonsten nur die USPs in der Hand bei The Imperial und die eine M4 mit Kevlar auf Boaster. Diesmal schießt man sich wieder rüber Richtung Outside, das Ganze ein bisschen weiter anzugehen. Bulls, Gene, Otto stehen bereit. Boaster auf der A-Side. Auf dem Steg, schaut hier Richtung Tür, Richtung Pommes. Da kommen die Smokes rein für Outside. Reason, defensiv an der Box. Genauso wie hinten Secret, JKM. Mit der 5-7. Cressy hat ihn, glaube ich, gesehen. Da kommt, der holt sich Cressy ab. Erster Headshot, erster Vorteil und instant geht's zurück. Den Vorteil ja nicht versieben lassen. Otto kommt raus aus Main. Sie guckt hier jede Ecke rein, muss aufpassen. Hinter der Box steht der Brettan, hinter ihm noch. Mortar verbrennt hier etwas an. Jakim aus dem Vent raus, aber ist er zu ungenau von der Leitung. Doch Baus soll den Doppelkill. 1 gegen 2, 16 Bullets. Schaut Richtung Tür, er holt sie beide. Er holt sie beide. The Imperial! Der Boaster macht's möglich! Zweite Runde für The Imperial! In der eigentlich Pistol-Eco-Round! Und direkt können sie wieder voll reinkaufen. Natürlich, doch durch die Eco Round der letzten Runde kann man hier wieder mit genug Geld zur Verfügung. JKM mit der AWP in Main lässt sich zurückfallen. Hinten Kono in der Ecke, der müssen sie checken. Der kommt, der Doppelspinout. Fast der Triple. JKM, Windensky, 2 gegen 3. Wissen Tür steht, Flashbang kommt wunderbar. Nur noch die AWP, die allein gelassen ist. Main sieht sie, kommt, holt sich Cressy ab. Immer noch JKM gegen Robson und Alex Air. Und die wissen, er steht outside. Bombe auf Ugly. Kommt über Leiter. Flashbang ist raus auf die Side. Muss aufpassen. Silo, sie müssen ihn abaimen. Alex Air auf der Side. Im Pommes stehen sie auch noch. Flashbang kommt gut. Ist aber jetzt getroffen auf Silo. Wird er von rechts angeschossen. Und das schafft das nicht mehr gegen Robson. Wieder holen sie die Anschlusshunde. Also, hier mit einem krassen 4K-Spraydown von Boaster Runde geholt. Aber dann, Planet Key lässt sich da nicht lumpen. Wieder 4 Runden Führung. Und wie Imperial, die wieder in den Force gehen. Wieder mit Pistolen, Kevlar und nur eine M4 in der Hand. JKM an der Rampe. Reason outside. Smokewand geht auf. Schaut nach oben. Hört die Steps. Durch die Smoke. Versucht es. Trifft die Shots erstmal nicht. Und entschließt sich hier nicht hinten nachzupushen. Alex, er wartet darauf, dass er kommt. Den Steph aber gehört. Reason. Man gibt Blankham. Ist erstmal Secret.
Und bislang passiert hier noch fast gar nichts. Robson oben auf dem Dach, auf dem T-Roof. Währenddessen Kona unten an der Tür. Mortov geht nicht ganz auf, fliegt in die falsche Ecke. Das heißt, Konor kann unten drin bleiben, muss aufpassen, denn Pulse G ist close. Bombenkopf, Flashbang kommt, trifft ihn nicht. Was selber, aber Pulse G zieht den Headshot. Und dann ist da noch Jacob mit der M4. 3 gegen 4 Unterzahl. Bei The Imperium und Jacob muss am Leben bleiben. Gegen 2 holt den nächsten. Aber instant kommt der Trade Kill. Boaster und Jindanski. Im 2 gegen 3, Pulse in der Leiter, unten drunter, wartet, dass sie runterkommen. Boaster holt sich Robson, der Hauptzeitstand hat eine AK, auch im Dansky erfolgreich. Und alles liegt an Otto. Der kommt aus dem Vent raus, hat er abgeaimt von Boaster. Und hat er keine Chance. Wie Imperial mit der dritten Runde. Und die beiden Teams schaffen es nicht, hier mal ein bisschen Momentum aufzubauen. Jindanski schnell Mortov Richtung Pommes, währenddessen sich Blantkey erstmal outside bereit macht, wieder mit der Smoke-Wand. Hat 2 UMPs bei uns, Hedis genauso wie Pulse G. Dann geht outside durch, Spraydown sitzt nicht ganz von Heaven. Und hinten Reason unten, schon mit dem Mortov Close Distance, kommt, hält sie auf. Sie können nicht durchpushen. Ansonsten würde man hier viel zu viel Schaden einstecken. Defensive Smoke kommt raus, Reason aimt das Ganze ab, Pulse G steht, Klaus schießt ebenfalls mal auf Prediction einfach durch. Und Reason hat eine kleine Gap, die unten bereit mit 2 Mann, um das Ganze dann eventuell aufzuhalten. J-Cam zieht sich ein bisschen zurück, lässt Reason unten ein bisschen offensiver stehen, Steps kommen, müssen die Ecke, J-Cam free, Fire, Pulse G ist raus, was ein Doppelkill, aber J-Cam kommt von oben. Holt sich Otto Vorteil für The Imperial. Und Jacob muss aufpassen. Es gibt Onside steht Robson, Pushti von rechts. M4 ist bei uns. Sitzt der Headshot, fliegt. Und unten kommt jetzt Cressy. Pre-Fire Shot sitzen. 2 gegen 3. Aber Onside noch immer. Und Vent. Da stehen sie schon bereit. Boaster ist drin. Guckt Richtung Side nach unten. Versucht's nicht. Cressy alleine gegen 3. Bombe liegt offen in der Smoke. Und Jindanski von hinten smogt sich erstmal nicht ab, versucht zum Aquarium. An der Ecke, an der Wand, zieht sie Nonsense-Bilder, sitzt zum ersten, aber jetzt wissen sie, wo er steht, der kommt von unten. Und er schießt den Jindanski ordentlich in den Körper. 4. Runde durch den Defuse der Bombe für The Imperial. Sie schaffen es endlich, 2 Runden am Stück zu gewinnen. Und könnt euch jetzt versuchen, auch schon mal so ein bisschen Economy aufzubauen. Haben noch 1,8 bis 2000. Planet Key, die jetzt komplett reinforcen. Mit Doppeltech 9, Doppel-UMP und einer AK auf Cressy. Also diesmal eine Outside. Flashbang kommt. Hat Secret erstmal keine Probleme. Und J-Cam hinten in der CT-Mac. Schaut, sneakt jetzt langsam hinterher. Smoke liegt noch, hört die Steps von Otto. Und auf A gehen sie drauf im Jindanski. Fast der Triple Spraydown. Und J-Cam noch da, hört die Steps rechts von Otto. Links kommt er rum. M4 Spraydown sitzt. 2 gegen 3. Unterzahl für Planetkey. Bombe aber gelegt. Das heißt, die Möglichkeit haben M4 und ein AK in der Hand. Cressy schaut hinten Richtung Team-Main. Flashbang kommt Richtung Heaven, sieht nichts. Granate Richtung Main, die können gut Schaden machen. Main kommt raus, Reason. Und Cressy kann aber traden. 1 gegen 2 Main stehen da jetzt heute auch noch. Boaster oben, droppt runter, ist gekonnt. Flashbang und bevor die Flashbang aufgeht, holt er sich Cressy. Nur noch eine Runde, die beiden Teams trennen. Planet Key
Robson kauft komplett rein, der Rest mit Deagles und Pistolen ausgerüstet. Einmal Kevlar noch auf Cressy. Aber man geht hier größtenteils in die Pistol Eco Round. Das heißt, der Vorteil bei The Imperium, die Möglichkeit, hier das Ganze auf Ausgleich zu bringen. J-Cam schießt Alex eher schon mal gut an. Flashbang kommt und Reason holt den komplett geblendeten Alex eher endlich ab. Aldo unten im Secret gegen Reason. Der Deagle kommt und der Headshot fliegt. Die gegen 4 ist wieder ausgeglichen. J-Cam sieht oben auf dem Geländer. Cressy entlang sneaken. Aldo versucht abzuaimen. Under Heaven sieht ihn. 50 HP. Und das Ganze jetzt etwas abgekühlt. Planet Key geht erstmal auf Nummer sicher. Otto sneakt jetzt langsam hinten Richtung Underhaven. Deagle, Shellen sitzt. J-Cam versucht zwar gegen Puls. Die holt sich jetzt schon den Doppelkill. Und Robson und Cressy. 2 gegen 4. Deagle und AK, die das Ganze holen müssen. Schaut auf die Seite. Robson verliert das Duell gegen Vindensky. AK aufgenommen. 15 auf 4 auf Cressy. Tür ist offen, hat er gehört. Hinter ihm kommt. Poste aber auf B. Die Imperial gleichen aus 6 zu 6. Das heißt im Gegenzug, durch die vorne Runde, wir die Full-Buy-Round bei Planet Keen. Robson nur mit Tech-9, Kevlar und Granaten, denn er hat letzte Runde die AK geforst. Um zu versuchen, das Ganze trotzdem zu holen. J-Cam, wieder Closer Main. Smokeman geht auf, Flashbang ist gut, hört die Steps. Entschließt sich wieder nicht durchzuschießen, aber steht schon close an Sieg. Der könnte einfach nachpushen, das tut er auch. Durch die Smoke. Alex Ehr, richtig, sie kommt rum, der NC ist down, versucht zum zweiten Mal, zieht sich instant zurück. Und auch Robson fällt hier in Main. 5 gegen 3 Überzahl. Und er muss aufpassen, Ventrum steht. Reason ist raus, Aquarium noch hinten, close auf dem Geländer. Boaster schaut in den Vent, schaut Richtung Aquarium. Sie haben den Vorteil. 4 gegen 3, Tür geht auf. Flashbang kommt nicht gut raus, der Ballons holt die Flotte raus, spinnt nach unten durchs Geländer durch und überlebt noch immer. Endlich Cressy ihn aufhalten kann, 1 gegen 3 holt sich J-Cam, aber noch 2 und dann muss er nachladen. Kann also Connor hier nicht abschießen. The Imperial gehen in Führung, 7 zu 6 nach 5 Runden in Folge. Und Planet Key Dynamics entschließt sich, das Ganze wieder zu forcen. Wieder AKs, Kevlar, Granaten. Robson, Tech 9. Diesmal soll es wohl etwas schon Richtung Rampen gehen. Alex, er bekommt den Tech hinten, pusht jetzt Robson nach. Und eine Rampe steht, aber kann hier nicht erfolgreich nachpushen. J-Cam im Underhaven in der Hölle. Smoke, die Decoy. Hat ihn kurz gebaitet, aber J-Cam bleibt standhaft, schaut, guckt nach Outside, am Fenster, sieht die Granate fliegen, aber ist doch mal am Leben. Kann der Unterschied hier vielleicht ausmachen, Alex eher unten noch defensiv, wartet drauf, dass er ihn vielleicht reinpiekt. Guckt jetzt selber mal in den Spind nach, Alex eher sieht ihn links und holt den Headshot. Vorteil für Belki. 5 gegen 4. Währenddessen Main Kronor reinschaut in den Cressy. Spadon sitzt nicht ganz. 20 HP Granate dürfen ihn finishen. Jawohl. Und das tut sie. Trotzdem geht's über Main, über Heaven auf die Side. Holen sich dort Bolster und Kronor und Reason. Ist der letzte Mann, der am Leben ist. 1 gegen 4. Hat M4, Kevlar, Kit. Natürlich gegen 4 am Leben der T's. Das Ganze sehr, sehr schwer anzugehen.
Sneakt sich hier Richtung T-Spawn. Hinten Step Dropsen. Aber er sollte hier keine Probleme haben. Sollte M4 Kevlar durchbringen. Und somit wären wir wieder bei einem 7:7. Und die letzte Runde der ersten Hälfte entscheidet, wer hier nach der ersten Halbzeit in Führung geht. Natürlich jetzt das Ganze sehr, sehr tricky für The Imperial, denn die haben gerade mal noch so 3.500 Dollar auf der Bank. Hat eine M4 gesaved und der Rest kauft komplett UMPs und Granaten nach, um hier relativ viele Granaten zu haben, den man hier nämlich von der Bombsite fernhalten kann. Wieder schnell Richtung Tür, Richtung Rampe. Kein schneller Vorteil. Boaster ist close. Reason wieder in Main. Diesmal kommt keine Smoke. Mein Auto muss da aufpassen. Flashbang kommt. Cressy steht close mit der AK. Von oben Puls G und er sieht ihn unten. Kann ansagen. Zu spät. Schafft es hier nur, den Refrag zu setzen. JKM kommt ebenfalls im Schulterpeak, um hier zu sehen, wie viel Outside noch durchgeht. Und Robson passt den Main auf. T-Main, Boaster ist raus. 2-4, Unterzahl für The Imperial. Hört den Job über die Leiter. Wimdenski muss aufpassen, denn er weiß, Robson steht noch in T-Main. JKM oben auf Hommes drauf. Wimdenski, Robson nimmt ihn ab. Kommt mit UMP, keine Chance. 1-3 mit der AK. Und holt schon noch Auto ab. Möglichkeit. 46 AP. Kevlar, Kit, eine Flash und eine AK. Gegen zwei armlebende Spieler von Planet Gear Dynamics. Und die können sich erstmal seelenruhig den Weg auf die Bombsite B machen. Smoke liegt offen, Bombe ebenfalls. Und JKM hat noch einen Molotov aufgenommen. Der könnte ihm vielleicht helfen. Unten an der Tür jetzt über Aquarium. Schaut Richtung Rampe. Unten im Häuschen steht Rampe, steht, schießt sich einmal auf. Muss jede Ecke checken. Hört Rampe, sieht Rampe und es ist gut. Puls G 1 gegen 1. JKM unten an der Tür. Molotov wird er close und Robson muss rausgehen. Er verbrennt und JKM hat die Runde. The Imperial gehen mit 8:7 in die Halbzeit nach einem Wahnsinnsklatz von JKM. 1-4. Die hatten sich so schön aufgebaut. Standen hinter einer Rampe, unten im Häuschen. Und dann kommt er vom Aquarium, kommt runter, holt sich Rampe. Und dann der Molotov unten ins Häuschen sichert The Imperial. Runde Nummer 8. Natürlich trotzdem 7 Runden auf der T-Side, auf Nuke, auf einer sehr, sehr City-Sided Map. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Nächste Halbzeit kann starten. Seiten sind getauscht, Planet Gear auf der City-Side, The Imperial auf der T-Side. Viermal Kevlar, ein Kit, eine Smoke. Bei Planet Key, viermal Kevlar, eine Smoke, eine Flash, eine Granate bei The Imperial. Mal schauen, ob sie auch so eine schnelle Runde spielen können wie Planet Key. Geht auf jeden Fall nochmal Richtung Intimain rein. Kommen mit allen 5 Mann, aber es geht Richtung Ramp und da steht Robson mit der USP. Ersten gesehen, zweiten gesehen, dritten gesehen, vierten gesehen, komm rum. Muss sich zurückziehen lassen, unten. Alex R steht close mit der USP, aber schafft es nicht gegen 3. Die pushen einfach durch, über Leiter nach oben Richtung Helfen, Onside. Cressy, exposed, da kommen sie raus. Puls G versucht es in der Smoke. Schafft es irgendwie, sich noch zu retten, einen Kill zu ziehen. 3-4 Unterzahl für Planet Key.
Und er und Robson müssen das Ganze irgendwie holen. J-Cam, kann er vielleicht oben in Heaven sehen? Tut er auch. Robson, aber kein Freistoß, verliert jetzt den Headshot. Nach Bulgy holt den nächsten Kill raus. 2-2. Das Ganze wieder in einer ausgeglichenen Situation. Komm über Tür, über Main. Pommes steht oben drauf. Haben sie gesehen? Bulgy kommt. Steht am Window. Robson onside, sieht ebenfalls, dann sind beide gecallt, holt sich oben und Reason muss es machen. 1-2, beide angeschossen. 40 und 5 HP, versucht es links und es rechts, er schießt die Glock ist leer. Und die Runde holt sich Planet Key Dynamics 8-8. Auch hier schaffen sie es, das Ganze in einer massiven Unterzahl zu holen. Sie setzen jeder einen Frag und kommen dann geschlossen und dann hat er die Möglichkeit, dass er beide Spieler sieht, dass sie sich beide ihm zeigen. Und dann sitzen die Klicks 8-8, alles wieder ausgeglichen. Natürlich der Vorteil wieder bei Planet Key, die haben schon die UMPs, die M4s in der Hand. Die Imperial pushen einfach outside durch, Bulls-G im Spreader versucht das gegen zwei. Langt erstmal nur für einen Kill. Reason angeschossen. Bost out. Close. Robson. Headshot sitzt und da sitzt der Kill. Cressy muss Secret unten nachkommen mit der UMP. Holt sich jetzt endlich Reason ab. Weiß helfen. Stehen sie. Alex eher close distance. Er pusht hier einfach reckless durch gegen Window. Puls G. Droppt runter. J-Cam. 1-4. Bombe liegt hinten am T-Spawn. Und immerhin hat er eine P250 in der Hand. Wartet aber defensiv an der Rampe. Natürlich weiß er, Heaven stand, Hölle stand. Schaut nach oben, sieht Bulgy, versucht es vergeblich. Planet Key geht wieder in Führung mit 9-8. Natürlich durch die gelegte Bombe in der ersten Runde. Geht man jetzt mit den AKs in den Force-Buy. Versucht es erstmal über Outside, über Silo, das Ganze erstmal defensiv angehen. Währenddessen Robson schon Rampe durchspielt. Sie haben die Infos, T-Main ist überhaupt nichts. Das heißt, sie können sich aufbauen für Outside. Und den Vorteil... Imperial, sie haben ihn gegeben. Sie stehen hinten defensiv am T-Spawn. Sie erwarten, dass Planet Key hier noch weiter durchpusht. Aber Planet Key, sie gehen wieder defensiv. Sie gehen wieder zurück Richtung Rampe, Richtung der A-Side. Und somit ist die Info, die sie hatten, wieder fast komplett weg. Smokau Richtung Outside. Cressy ist unten im Secret drin. Molotov, sofern sie hier durchkommen, peekt auf die Kante. J-Cam, close on Main. Geht jetzt durch die Smoke rein. Sieht erstmal nichts. Währenddessen Alex eher defensiv im Farmer steht, wartet drauf, dass sie hier endlich durchgehen. Währenddessen der Rest des Teams ohne Fahrt Richtung Rampe durchzugehen. Robson ist raus hinten. Puls G schon unten auf der B-Side. Und immer noch Otto, der auf dem Steg steht. Kommen jetzt rein. Aber nicht Richtung Rampe, sondern Richtung Heaven. Otto muss aufpassen. Outside steht. Rampe kommt hier hoch. Leider zum ersten. Otto zum zweiten. Doppelkill. Und die Bombe oben in Heaven. Er muss nur überleben. Denn 10 Sekunden, das schaffen sie nicht. Keine Chance. 10. Runde für Planet Key. Otto wird noch rausgenommen, aber die Zeit reicht nicht. Die Zeit ist vorbei. 10-8. Die Imperial, sie hatten den 5-3 Vorteil und gehen dann hoch in die Leiter Richtung Heaven und lassen sich von Ordo ordentlich zerschreddern. Und trotzdem kauft man nochmal komplett nach. Mit den 2 gesicherten AKs, mit Doppel-Deagle und Tech-9, Puls-G in Main muss aufpassen. Da ist er hier nicht schon aus, wie der überrannt wird. Alex Air schiebt schon hinten Richtung Secret. Pulse G hört die Steps. Granaten sind raus. Oben Main steht. Reason
Wenn er hier runter droppt, hat den Pulse-G ganz sicher. Pulse-G bleibt defensiv. Warte drauf, dass sich wie Imperial zeigen. Secret steht Alex eher. 4 gegen 4, kleiner Vorteil für Planet Dynamics. Robson schon under heaven. JK mit der Tech 9 oben auf dem Steg. Alex, er muss ihn sehen. Er muss nach oben gucken, der kommt mit der Tech 9 und holt den Instant Headshot. Robson muss das jetzt hier klug spielen. 3 gegen 4 Unterzahl. Planet Key darf hier keinen einzigen Mann mehr verlieren. Mendenski, Under Heaven, kommt mit dem Vorteil. Spinnon sitzt. 2 gegen 4. Pulse-G und Cressy und der steht nach oben im Heaven. Muss aufpassen. Pommes kommt. Versucht es gegen 2. 1 gegen 1. Fleckt sich einmal 20 Sekunden. Sieht ihn onside. Spinnon sitzt. Pulse-G. Erhöht die Führung auf 3 Runden. Und trotzdem geht's wieder in den Force rein. Wieder mit AK, mit Doppelgalil, Tech 9, Deagle. Jake im Outside. Sieht, dass CT-Mac steht. Währenddessen Robson. Rampe. Schon ein bisschen offensiv. Pulse-G über Main. Holt er sich Reason ab. Und direkt mal 2 Galils rausgenommen bei W-Imperial. Und das tut weh. Nur noch ein Rifle. Und das hat J-Cam. Gruppieren sich jetzt an der Rampe. Vielleicht ein Headshot ziehen gegen Robson. Gegen Pulse-G. Flashbang kommt. Smogt sich nochmal ab, das Ganze auf Nummer sicher angehen. Aber Robson steht weiterhin close. Der wartet. Er predicted, dass sie hier rauskommt. J-Cam close in die Füße. Kann ansagen und holt den Headshot. Immerhin kann Kono die IK aufnehmen. Denn sie haben eine 2 gegen 4 Unterzahl. Kono muss aufpassen. Rampe kann pushen. Pommes kann pushen. Steht in Main. Boaster kommt jetzt auf die Seite. Muss hier die Ecke checken. Sieht Heaven. 10 AP. Und da reicht es nicht. Und Planet Key auf der City Side. Sieht hier sehr, sehr solide aus. Und zwingt jetzt wie Imperial zum ersten Mal in die wirkliche Pistol Eco Round. Wir sehen 5 Smokes. Die gehen schnell raus Richtung Outside. Sind bereit. Smoke kommt. Und die geht genau vor der Halle auf. Hat eigentlich jetzt nur noch eine Smoke bei Vindensky. Pulse-G steht close. G-Staff auf Prediction schon mal durch. Unten steht Cressy schon bereit. Mit einem Molotov. Und dann Robson und Pulse-G schieben schon unter, um Cressy jetzt unterstützen. Molotov, close distance. Muss aufpassen. Da kommen Deagles um die Ecke. Kommt CC, Molotov 15 raus. Und Zeit rausgeholt. Ganz, ganz wichtig. Smoke hinterher. Und erstmal defensiv zurückziehen. Und die Imperial immer noch alle in Secret. Gehen wieder nach oben Richtung Main, denn da haben sie jetzt Platz. Heaven steht. Pulse-G kann nichts machen. Muss sie passieren lassen. Under Heaven kommen sie. Über Outside, über Main, überall. Schwirren jetzt hier wie Imperial rum. Flecht sich einmal nach unten. Falls sie versuchen hier durchzukommen. Cressy. Hört die Steps oben. Und mit der Bombe geht's wieder runter Richtung Sieg mit 3-4 Mann. Jetzt ist Cressy wieder gefragt. Also versuchen hier auf A anzufaken, währenddessen Cressy noch immer unten die Stellung hält. J-Cam ist schon close von der Rampe. Hört Fenster aufgeschossen, kommt von hinten mit der Windowfist, die schießt die Beine an. Robson und Alex Air pushen von hinten mit M4 UMP. Erfolgreich, aber J-Cam zum zweiten 2 gegen 2 nur noch Booster mit der AK in der Smoke erwartet. In der Smoke. Aber durch fehlendes Kevlar
Hat leider keine Chance mehr. 13. Runde für Planet Key Dynamics. Und so langsam müssen die Briten aufwachen. So langsam brauchen sie Momentum. Warum nicht jetzt in der Fullback-Round? 5 AKs Kevlar-Granaten, aber keine einzige AWP. Alex Air pusht hier schnell Rampe, 19 HP, springt. Und Vindensky holt ihn sich durch die Smoke. Erster Vorteil für die Imperial. Boaster flecht sich einmal Richtung Heaven. Kommt runter und da wartet Bullshi auf ihn, aber der schafft es nicht. Tetra fliegt rein. Otto auf Main drauf ist gesehen worden. Komplett blind. Holt sich immer noch Main, aber von hinten kommt Instant Condor. Bombe auf A gelegt. Währenddessen Robson und Cressy versuchen. Popflech kommt gut. Sie schaffen es ganz auf ein 2:2 zu machen. Cressy jetzt auch auf B. Da ist überhaupt nichts. Muss also wieder den ganzen Weg nach oben nehmen über Wendt. Und Robson muss erstmal warten, bis hier die Cavalry kommt, bis die Hilfe kommt. Flashbang kommt nach oben. Aus dem Mate raus. Onside. Instant Headshot von Vindensky. Robson pusht die Smoke. Aber da sitzt das Crossfire. Vier Runden noch immer zwischen den beiden Kontrahenten. Und Planet Key mit einer M4 weniger als wie Imperial. Denn die haben 5 Rifles, Otto, nur mit der 5-7 in der Hand. Und diesmal geht's bei wie Imperial ein bisschen langsamer zur Sache. Stehen outside, stehen in Main, stehen vor der Rampe. Erstmal abwarten. Smokes werfen, Smokewand aufbauen. Und wieder Cressy unten im Secret. Molotov in der Hand, währenddessen Pulsi noch in meinem CT-Mac steht. Schaut Richtung Silo. Pulsi muss aufpassen. An der Smoke. Flashbang kommt, trifft ihn nicht. Die pushen durch, die ziehen beide. Pulsi, Doppelspeedown. Und Silo ist der dritte. Kommt der vierte. Den schafft er nicht mehr. Aber der Schaden, der ist immens. Plötzlich das Ganze im 2 gegen 4. Und wir Imperial wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Reason und Vindensky. Versucht's mit dem Projection Shots Richtung Van. Da ist aber keiner an der Ecke. Auch Main versucht Reason erstmal zu clearen. Vindensky derweil versucht wieder Team in einzunehmen. Pommes abdecken, Rampe abdecken, Tür abdecken. Und bei 10 Sekunden ist die Runde vorbei. Die Runde ist vorbei. 14. Runde auf dem Konto von Planet Key Dynamics. Trotzdem ist bei The Imperial genug Geld vorhanden. Um das Ganze nochmal im Full-Buy versuchen abzuwehren. 4 AKs, eine Galil of J-Cam. Reason, schnell Richtung Silo. Pulsi diesmal nicht in der Mecha drin, sondern in Main. Währenddessen Cressy wieder in dem Molotov bereit ist, um ihr Secret abzufackeln. Und da sind sie schon durch wie Imperial. Stehen auf Main, stehen an Main. J-Cam ist da close. Erstmal eine Smoke werfen. Und Outside-Kontrolle beibehalten. Cressy hört die Steps, kann ansagen, dass hier 1, 2, 3
Boss Secret sind. Bullseye ist jetzt Richtung CT Mac. Und Ordo bleibt defensiv. Schaut, bekommt instant den Headshot. Da hat er keine Chance zu reagieren. Trade Kill kann nicht gemacht werden. Und Robson auf Rampe, Wimdenski. Ist immer noch ein T-Spawn. Sneakt jetzt hier langsam nach vorne. Hört die Steps. Der geht nach oben auf die Leiter. Und Reason ist close, um hier helfen reinzugehen. Puls G auf der Seite muss aufpassen, dass er hier nicht von Heaven abgeschossen wird. Und die gehen erstmal Richtung Rampe. Nach unten, auf die B-Bomb-Side. 20 Sekunden, man muss langsam das Ganze starten. Puls G hört die Steps unten. Cressy. Molotov kommt in den Vent rein. Unten steht eine Tür close. Hat eine gute Möglichkeit. Es wird ihn diesmal übernehmen. Er trifft keinen einzigen Shot. Und das hätte es sein können. 2-4. Schießt ihr wunderbar durch den Boden. 2 HP auf Poster. Konor aimt ab auf die Side, sieht ihn, verliert das Duell. Cressy zum zweiten. Robson ist schon da zur Hilfe. Komm, unten Raum steht drin. Molotov kommt close. Geoffen muss rausgehen, sie holen das. Und Wimdenski ist es. 1-2. Bombe wird defused. Onside stehen sie. Er wartet. Und da ist er. Der Doppel-Spraydown. Und die 10. Runde auf dem Konto von The Imperial. 1A-Retake von Cressy. Holt direkt mal zwei Mann raus, dann der Molotov unten ins kleine Häuschen. Aber nicht mit Wimdenski. Und wir sehen direkt die Pause gecallt. Natürlich, das Geld bei Planet Key ist jetzt gerade nicht mehr so rosig vorhanden. ...5000 auf Cressy, der Rest mit weniger. Wir sehen Puls G aus dem Spiel raus. Das heißt, wahrscheinlich ein technisches Problem. Natürlich trotzdem. Versucht Planet Key jetzt komplett reinzuforcen. Oder geht man lieber auf Nummer sicher. Geht also in die Pistol Ego, droppt ein paar P250s, vielleicht auch eine 1-2 Deagles. Und versucht dann vielleicht auf die Long Distance. Die Spieler von The Imperial one by one rauszunehmen. Das ist die Frage. Denn noch liegen die Engländer 4 Runden hinten dran. Und sie müssen diese Map gewinnen. Ansonsten heißt es 2-0 Planet Key. Und da ist Puls G wieder da. Es geht in den Force Ramble der Planet Key. Wir sehen die AWP, wir sehen UMPs. Und die Pause, die jetzt removed wurde. 2 Defuse Kits. 3x 4 Granaten auf 3 Spielern bei Planet Key. Und nur eine AWP auf Alex Air. Mal schauen, ob das gut geht. Alex Air unterwegs Richtung Außer, der Rest Richtung A, Richtung Rampe. Alex Air schaut rein, währenddessen ist diesmal nicht Richtung Außer bei The Imperial. Smoke kommt zwar rein, Robson. Und hier ab und zu mal Richtung Rampe offensive reinzupieken. Na, bislang noch keine Infos. Jetzt Alex eher zum ersten Mal erfolgreich. Puls hier wieder unten in Secret, um das Ganze zu halten von der B-Side. Währenddessen wie Imperial noch in Main, stehen in T-Main. J-Cam sneakt sich hier raus auf die Seite. Eine Schierpommes steht oben drauf. Kommt aber von ins Duell. Die Möglichkeit. 1-5. Der Force-Buy bei Planet Key geht komplett auf und noch Reason. Und der hat noch eine Minute. Bombe auf der Side. Und hat keine einzige Granate mehr. Nur noch UMP und Kevlar ist gesehen an der Tür. Alex, er piekt.
Da kommt er. Da sitzt er. 15 zu 10. 5 Map und Matchpoints für Planet Key Dynamics. Die Imperial müssen 5 Runden am Stück gewinnen, um hier in die Overtime zu gehen. Wir sehen eine Deagle, 4 Tech-9s und gerade so 1, 2, 3 Granaten auf den Spielern von The Imperial. Bauen sich wieder auf für Outside, Smoke in der Hand. Gehen raus, Close on Man, Smoke-Wand geht auf und hinten, Cressy diesmal offensiv in Secret. Kommt rum, schaut Richtung Red, Smoke liegt noch. Die gehen alle close vorbei. Cressy hat gestabbt. Da kommt er. Sieht 4 oder kassiert er. Instant. Bulls G schafft es nicht zu traden. Jetzt geht's runter Richtung Secret. Es muss schnell gehen, aber unten. Da wartet schon Robson auf der Bombsite. UMP, Tür gehört. Aquarium, Close Distance. Versucht's auf die, in die Ecke. Kommt unten rein. Holt sich Vindensky ab. Und überlebt. Vorteil für Vanky. Versucht weiterhin mit der Granate durch die Smoke. Macht wenig Schaden. Trotzdem, der Vorteil weiterhin beständig. Nur noch Konor und Boast. Dann ist er allein gegen 4. Aber schafft es nicht gegen Otto. Denn der hält den Wendt, als ob es sein Zuhause wäre. Planet Key Dynamics gewinnt 2 zu 0 im Best of 3 gegen The Imperial.